Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rust. Hier, es gab ein Riesen-Update. Ich sage jetzt mal ein Riesen-Update, weil, da ist schon einiges passiert. Und wir finden unser Haus nicht mehr. Also wir sind nicht im Sleeping Bag gespawnt, sondern im, normal am Strand. Und jetzt haben wir einfach mal so ein Haus schnell geraidet von einem. Weiß nicht, wie der Also, hieß. Moment, ne? Also das Haus war ja nie abgeschlossen. Hallo erstmal. Ja, hi, derweil. Haus war nicht abgeschlossen und ich habe das da jetzt mal schnell einfach übernommen. Ja. Wo war denn jetzt dieser Why Blöde? not? Ja, gut. Wir haben es schnell übernommen. Also, Wobei. ja, schön Ofen gebaut und Kotschloss und hast du nicht gesehen? Ich habe ja kein Holz drin, ne? Wir werden dann in der großen Kiste. Wir werden dann natürlich im Laufe des Spiels natürlich noch ein bisschen rumlaufen. Vielleicht finden wir unser Haus noch mal. Kann natürlich auch sein, dass ja, dass das jetzt einfach alles vom Server gelöscht wurde nach dem Update. Wissen wir noch nie. Das kann auch sein. Aber das hier könnte man schon richtig geil ausbauen hier. Ja, du, ich Weil würde jetzt erstmal nur einfach so ein bisschen Jagdhütte machen. hier so hoch und dann. Ja, also vielleicht später. Ja. Erstmal Jagdhütte und Bisschen was zum. Ja. gucken, dass wir da ein bisschen vorwärts machen können. Der Hammer ist dann fertig, ne? Jetzt schaue ich mal, ob ich den Schlafsack damit zertrümmern kann. Der draußen. Der draußen. Ja, zuerst. Okay. 5. Okay. Geht nie. Okay. Geht nie. Vielleicht da drin. Vielleicht ist der draußen ja nicht. Ja, doch, der ist aktiv, sicher. Wenn er gesetzt wurde. Das Closed. ist, müsste man den einbauen. Ja, also den hier drin. Nein. Draußen. Draußen, soll ich das schnell Also machen? bei dem habe ich ja den Namen geändert, aber draußen kann doch jeder Mensch jetzt lang gehen. Ja. Und Immer so schnell. Ja, ich baue den schnell ein. Hast du ein bisschen eine Verbindung hier zum Haus oder einfach schnell? Zack, zack. erstmal nur so zack, zack einbauen. Vier Wände drum. Okay. Das Blöde ist aber, da steht am Boden, ne? Vielleicht klang es ja, wenn du nur eine Foundation drauf setzt. Ich weiß es doch noch nicht. So. Jetta. Na komm. So. Ist wieder. Ah ja, und auf meinem PC geht's immer noch nicht. Foundation. Das ist ziemlich. Wallplan, nee, das geht nicht. Ja. Ja, dann setzt die Foundation außen. Ich habe nur 400 Holz drin, ne? Ich gehe nachher schnell farmen. Was hier? So. Das so rumbauen. Warte mal. So. Ja, vielleicht. Ja, unter die Foundation kann man nicht. So. Ja, und der Rosine hat kein Holz mehr, ne? Habe ich zugemacht. Ja. Ich habe zugemacht. So. Ich bin So, clean. ich hoffe natürlich, dass da noch mal ein paar Leute auf den Server kommen. Sobald wir dann Waffen haben, dass wir dann auch ein bisschen Spaß haben. Ja, weil Metallfragmente haben wir jetzt schon, ne? Also. Ja, aber ich habe die Farben für die Waffen noch. Und was auch neu ist, es sind sehr wenig, also wenige Fässer rum. Das ist das Blöde. Wenig Rumpfessel, ne? Ja.
Ja, und da sind wir auch drauf gekommen, da wir gerade im ersten Fass eine Patrone für den Blueprint gedroppt haben, dass da vielleicht etwas, also weniger Fässer dafür hochwertiges Loot drin ist. Das könnte natürlich auch sein. Wir sehen es ja auch ein bisschen anders strukturiert vom Update her, vom Layout her. Es ist schon was passiert hier. Das Update. Aber auf meinem PC funktioniert es immer noch nicht. Nur das Einloggen auf die Server ist relativ schwierig. Ja, das ist eine Glückssache, sage ich mal so. So, wie viel? 2000. Nö, es geht nicht. Ja. Wie viele Bäume hast du jetzt gefällt? Drei. Alter Verwalter, das geht ja ratzfatz. Stell dir mal vor, wir hätten unsere Beine. Hast du nicht einen Timer gestellt? Ja, ich hab das jetzt mal gemacht. So. Ja, vor 47. Gut, alles klar. Dann eine Foundation hinzimmern. Wieso geht das jetzt hier nicht? Ah. Jawohl. Das ist so ein Blödsinn, Alter. Nein! Jetzt hast du völlig falsch gebaut. Mülleimer und das den hier auch. Ja, logisch. Kannst du nicht anschließen sonst. Scheiße. Okay, der ist schon mal weg. Der ist im Boden drin. Der ist auch gleich weg. Ja. Wie bauen wir das jetzt? Ja, wir machen uns dann später Gedanken. Gut, alles klar. Tu einfach erstmal einen Namen ändern, dass dort keiner spawnt. Okay. Ob das überhaupt funktioniert? So. Change Name. Jetzt ist es. Jawohl. Gut. Alles klar. Denn drinnen hast du das schon Du gemacht. hättest eigentlich deinen Namen auch nehmen können. Den drin habe ich ja gemacht. Sehr gut. Also sagst du mal, ich bin immer noch, ich bin immer nicht, ich bin nicht mehr zuversichtlich, dass ich das Spiel jemals auf meinem Rechner wieder zum Laufen kriege. Nach dem, was ich alles gemacht habe. Ich habe die RAM-Zahlen erhöht, ich habe dieses gemacht, ich habe jenes gemacht. Ich weiß nicht, an was es liegt. Also, es geht nicht. Ich habe keine Ahnung, wieso das nicht geht. So, und jetzt Weidel. Soll ich jetzt hier weiterbauen oder soll ich nicht? Hier so Nein, rauf und dann. lass jetzt erstmal. Okay. Ja. Aber hier wäre eigentlich ein schönes Plätzchen mit schöner Aussicht. Ja, das ist ja alles gut und schön und wir können ja auch später dann weiterbauen, aber jetzt geh erstmal ein bisschen farmen und ein bisschen jagen und ein bisschen Gegend erkunden und entferne dich nicht so weit vom Haus, weil ich kann nicht auf der Karte noch nicht. Ich ja auch nicht. Du findest das Haus auch selbst dann, wenn du dich auf der Karte auskennst. Das ist Ja. eben das Problem. Ich habe jetzt eben noch keinen wirklich markanten Punkt gefunden, dass ich sagen könnte, jo, voilà. Schon mal ein See hat es hier, das ist schon mal gut. Sind das die Fische drin? Ja, es gibt ja keine Fische. Wenn es Fische gäbe, dann. Also, Haus steht da drüben. Ne? Alles klar. Hier ist auch Also, noch ein Haus. ja, guck mal. Was so eine kleine Oh, Jagd dort hin. hinten ist ein Bär. Also aufpassen. Geh in das Haus mal rein. Ich crouch mal schnell. Wo ist ein Bär? Ich sehe den gar Ja, nicht. hinten im Wald. Aber da ist Kurzschluss Da ist Codeschluss drin. dran. Vielleicht hat der Kasper ja eine Hintertür. Glaube ich jetzt zwar eher nicht. Nimm mal das Hämmerchen. Vielleicht hat er den Schrank nicht. Und nimm mal die Türe raus. Also, Entschuldigung, richtig amateurhaft. Die Türe kann ich nicht rausnehmen. Das hier.
Ich glaube, es ist Building Blocked, weil ich kann machen, was ich will. Okay. Drei. Zeig mal. Da geht nichts vorwärts. Ja, da geht nichts vorwärts. Vergiss es, wa? Schade. Schade. Kannst du was hinbauen? Geld wahrscheinlich dann auch nie, oder? Foundation? Nö. Okay. Auch nicht Possibility. Also, der Haus ist. Nimm mal Speer auf 4 und dann hol dir den Bären. Wo ist der Bär? Geradeaus, gleich hinter diesem kleinen Hügel da. Mhm. Da oben ist der. Ich Du bin. hast übrigens dann auch zur Not noch so ein Verbandspäckchen dann im Inventar. Na? Jo. Das ist ein Steinspeer. I know, ich glaube. Gut. Also I know heißt ich weiß. Ja. Da ist der Kackbär. Schaut er gegen mich gerade oder habe ich seinen Hintern im Blick? Du guckst auf seinen Arsch. Ich gucke auf seinen Arsch, das finde ich sehr geil. Du guckst auf den Arsch vom Arsch. Ich höre den Bär schnaufen. Hallo Jetzt musst du Bärchen! ganz schnell stechen, stechen, stechen. Stabby, 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 stabby. Nee. Guck mal, das ist ein Schießbär. Da hat es immer noch. So. Oh, geil. Ja, Stoff. So. Willst du hier noch ein bisschen farmen und dann das Zeug wegbringen, oder? Ich glaube, ich fahre mir noch ein bisschen. Weil, Haus ist. Nee, jetzt wird's Nacht. Das ist keine gute Idee. Wenn wir das Haus erst recht nicht mehr. Ja, dann gehen wir zurück und dann packen wir alles in die Truhe rein. Dann schauen wir wegen Stoff, dass wir uns auch was anziehen können. Vielleicht. Oder mal einen Schlafsack machen oder so. Noch ein Aber paar. wir haben ja Metallfragmente. Wir können. Ich kann den Ofen nochmal anschmeißen. Und dann können wir uns auch nämlich schon ein Gewehr kaufen und so und. Wo gibt's denn den Laden, dass du das kaufen kannst? Ja, craften meine ich natürlich. Hast du den Blueprint schon gefunden? Also ich habe ihn noch nicht. Also ich sag's nur. Das ist ja Ja. das, was ich dir Oder eben versucht habe zu diese, erklären. ja. Vielleicht haben wir ja den Blueprint für die Axt. Wo ist es? Ah, hier oben. Das Blueprint für die Axt. Ja, die Steinaxt ist ja Müll. Die andere war ja viel besser, die wir hatten. Habe ich auch noch nie. Nein. Lock. Jedes Mal macht er denselben Fehler. So kommt die nämlich auch in unser Haus rein. Gut. Alles klar. So. Open Furnace. Okay. Ah, aber da war es einiges. So. Einmal hier. Einmal da. Einmal so. Und einmal. Die Kiste gehen und dann das Zeug dort reinpacken. So. Ja, Weil ich höre gerade der Flieger. Ich dachte, vielleicht ist der wirft er gerade in die Nähe, in der Nähe der. ja, aber ich wollte nur sagen, dass du mal das Zeug dann in die Kiste packst, weil du hast schlechte Angewohnheiten, also dich zuerst hier umzuschlagen. Teilfragmente. Kohle. So. Stein. Das finde ich jetzt geil, das haben wir jetzt auch, dass wenn ich hier oben in die Links. Was willst du jetzt von mir? So. Das Fleisch kannst du in eine kleine Kiste reinpacken. Jo. Kleine Kiste hier. So.
Kann man nicht eigentlich alles markieren und dann so reintun, weil es geht viel zu lange und ist so scheiße, Mann. Alter, würdest du jetzt bitte mal hier drüben bleiben? Ohne Scheiß, Alter, was willst du von mir? Das Spiel mobbt mich? Kleine Kiste hat nur 6 Plätze. Es gibt's doch gar nicht. Nee. So, aber das langt ja eigentlich an Fleisch erstmal. Der Rest kann ja von mir aus nur drinnen vergammeln und dann ist mir das ja Wurst. Wo ist? Und du könntest mal im Feuer gucken, ob du schon was hast da so. Warte, ganz kurz. Waffen haben wir die EOAG-Pistole, aber die bringt nicht viel. Bogen und Speer. Der ist absoluter Rotz. Der Speer. Der Bogen meinst du? Pfeil und Bogen. Und den, die haben wir auch, die geht nämlich. Nee, 250 Metallfragmente, Alter, das. Die ist nämlich auch schon etwas schnell. Etwas schneller als die Steinaxt. Habe ich auch festgestellt. Kleiderladen. Und hier die Laterne könnte man machen, damit wir Licht haben hier drin. 50 Metallfragmente. Ja, dann nicht. Ja, wart erst mal ab, bevor wir hier. So, lange ich mal so in den heißen Ofen rein, ne? Ne, jetzt hast du alles gemacht. Ich möchte den gern öffnen. So. Das geht nämlich jetzt auch. Ja. Finde ich super. So. Superb. Kann ich eigentlich, was ich noch ausprobieren wollte, ist, kann ich zwei gleichzeitig, zwei, also ein Metallfragment und ein Schwefelfragment reintun? Das musst du versuchen. Probiere ich aus. Oh, die falsche Kiste. So, probieren wir das mal schnell aus. Sag mal, das ist Schwefel, genau. So. Tue ich das mal wieder hier reinpacken. Also 400 Metallfragmente. Blöd, 400 Kohle. Scheiße, sorry. Da hätte ich aber gesagt, das ging aber fix jetzt. Alter, mach doch mal auf hier. So. Wenn ich jetzt noch die hier rein tue. Ha! Das klappt tatsächlich! Ey, wie geil ist das denn? Ja, ist doch gut, da kann man wenigstens schon mal Schießpulver herstellen. Das ist ja genial! Da haben sie was Gutes gefixt. Gut, alles klar, es ist noch Nacht und eigentlich wollte ich in der Nacht nicht rausgehen, aber ich gehe jetzt Steine farmen. So. Close. Ja, und am Tag, da werde ich mal gucken, ob ich noch ein bisschen warm gehe. Machst du das? Also das hatten sie ja mit dem vorletzten Patch eigentlich schon mit den Tieren gemacht. Weil das nicht mehr ganz so schnell sind. Ja, sie stehen eigentlich genau Und still. Das ist so. so schnell wegrennen oder so extrem aggressiv sind, das finde ich schon mal ganz, ganz vorteilhaft. Weil ansonsten, wenn du mit nichts anfängst, ne, es ist ja extrem schwierig, da Ja. überhaupt dann mal so ein bisschen an dieses Loot zu kommen, um überhaupt erstmal einen Ofen zu bauen oder sonst irgendwas. Wie lange hast du gebraucht, um so einem Scheißteil mit dem Speer hinterher zu rennen? 5 Stunden? So lange nie, aber du rennst dann schon ewig hinterher. Also damals, ich müsste dann gucken, dass der irgendwie dass ich ihn ans Wasser treibe, dass der irgendwie in der Ecke am Wasser hängt. Oder bis zum Webende kommt oder was weiß ich. Das ist schon recht nervig gewesen. Ja, da hast du schon recht. So, Stein ist gleich Geschichte. Alter, mit dem anderen ging es viel schneller. Und soll ich nicht die Steinpickaxe noch holen? Also die
Die Metallpickaxe da. Jonas, ich möchte das Beil gerne da haben, das woanders. Ja, aber dafür das Beil braucht man einen Blueprint. Ja, und deswegen werde ich dann auf Tonnensuche gehen am Tag. Auf Tonnensuche, immer weil sie einmal das von der Map zeigen, meinst du? Unter anderem, ja. So. Map Tonne und Tiere. Ja. Sehr gut. Solange jetzt noch keine Leute auf dem Server sind, mit denen man sich anlegen kann, muss man sich auf sowas beschränken. Ja, wir sind ja recht, eigentlich recht, schon recht gut ausgerüstet. Ja, so im Großen und Ganzen nicht schlecht. So. Ja, es ist zwar scheiße, dass unser Haus jetzt nicht mehr auffindbar ist, sag ich mal so blöd gesagt, aber derweil, da wird sicher noch etwas suchen, weil ich kenne mich auf der Welt hier nicht aus, mein scheiß Computer nicht läuft, beziehungsweise, ja. So, ich sag jetzt mal, wieder ein bisschen Holz, das mal verbrennen können. Closed Door, ne? Ja, ja, immer wieder zumachen. Mm. Also, du könntest eigentlich mal die Story erzählen, was uns da letzte ja. Woche dann noch passiert ist. Das ist mir ein bisschen peinlich, sag ich mal so. Auf jeden Fall kam er auf die glorreiche Idee. Ich kam auf die glorreiche Idee. Danke. Außenrum so ein Gehäuse zu bauen, so einen Turm zu bauen, was ja eigentlich okay ist, ne? Nur blöd, dass wir den nicht upgradet haben. Und es genau an der Grenze zum, von, oh, wie nennt mich das? Wir haben einen Schrank im Haus gehabt, oder? Und an der Grenze, das war genau die Grenze. Und die haben da außen, die äußere Wand war nicht gedeckt von dem Autorisierten. Genau. Gut. Auf jeden Fall sind dann da zwei Typen gekommen. Ich habe mich dann, wir waren, glaube ich, einkaufen, nee, oder? Ja, genau. Oder wir waren in der Aufnahmepause und dann kamen zwei Typen. Dann hörte ich so ein Klopfen, also es ist ganz blöd, wie jemand rumbaut und so. Und dann sind wir dann rauf und dann wurde auf uns geschossen. Sie und waren schon im Haus drin, ne? Sie waren schon im Haus drin, ja. Weil du oben kein Schloss gemacht hattest beim Zugang. Die ja. sind durch den Turm, haben unten ja einen Schrank gebaut, Treppe gebaut und so weiter. Sind dann durch den Turm rein. Oben waren sie dann im Haus drinne und haben uns dann gelootet. Munition und so. Mhm. Ja. Und ich höre dann so die Bauaktivitäten oben. Hab mich hochgeschlichen mit der Waffe. Und wollte mich dann mit denen anlegen. Dann sind sie abgehauen. Ja, irgendwann dann schon mal. Ja, und dann haben wir so gut es ging das Haus nochmal gesichert. Ja, wo war das Schießpulver? Hier. Dann hatte ich aber zu wenig Holz, um die Wand wieder einzusetzen und dann kam es kurz darauf wieder. Ja? Ja, gut. Aber die haben dann wenigstens nichts mitgenommen. Ich hoffe ja, einfach... Sie kamen ja nicht mehr rein, aber wir kamen auch nicht mehr wirklich raus, weil wir die Tür aufgemacht haben, wurden wir sofort erschossen. Shit happens. Gut, ja, shit happens. Derweil wir sich dann auf der Suche machen nach unserem Haus. Ja, ich hoffe, das ist noch nicht gelootet. Weil da kommt eigentlich theoretisch niemand rein jetzt. So, und ja, wir befinden uns am Ende der Folge. Bisschen wenig gemacht, viel gequatscht. Ja. Weil wir dann in der nächsten Folge, wenn es Tag ist, ein bisschen jagen gehen und so. Und ja. Alter, haben wir das...
So, Was gut. machst denn du jetzt? Ich würde das Fenster einschlagen. Also, Warum? egal. Ich wünsche euch einen schönen Tag und Ciao, tschüss. ciao.